Anya, you and me on a train to Berlin. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bobby. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen. Sehen Sie das Foto, das Sie erregt. Ach so. Und jetzt lehnen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Aria gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit fremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Aria mit bloßem Auge erkennen. Du etwa? Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht.
William? Yes. Is that for me? Yes. You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. Sometimes mayhem, suffering, and death. Sometimes you just need to feel something good. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. I know where to go. A way to get inside Eisenberg Prison. There's a hotel. It's on the same street as secret police headquarters. Everybody knows about it. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them. And then they drive them back to Eisenberg Prison. If they're still alive. Something's happening. There's a prison transport arriving. Come quickly! They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenberg prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you. Gadget, useless without a battery. Battery's low. Needs a recharge.
Aus! Schichtwechsel! Wir sind spät dran! Genau eine Minute, Hans! Da müssen wir aber los! Nach rechts! Geh du da! Komm schon! Vorwärts! Sau, du Dreckige! Du komm vorwärts! Ich zeig dir was, du! Faule Drecksau, du komm! Komm! Du faule Hüte, raus! Schnell vorwärts! Zeig dir was, du! Komm schon! Vorwärts! Vorwärts! Hey du! Noch 5 Schritte! Vorwärts! Ich glaub, der könnte rasten! Links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Safe room move across the rooftop undetected. Stay off the ground.
Gefangene für Zellblock B. Vorbereiten auf spezielle Sicherheitsprüfung. Gefangene Klasse S. Stufe Rot. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen der umfassenden Gewalt des Strafvollzugs ausgesetzt werden. Vergessen Sie nicht Ihre Pflichten im Strafvollzug. Sie befinden sich hier als Folge Ihres Handels. Leisten Sie Ihre Strafe mit Würde ab. Denken Sie an Ihre Angehörigen. Lassen Sie sie nicht im Stich. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass unerlaubter körperlicher Kontakt zwischen Häftlingen automatisch eine Strafverlängerung nach sich zieht.
du! Komm her! Thank you.
Wir haben immer noch Probleme mit den Sabotoren, Kai. Thank you.
Anybody? Can you help me get this thing off? Here I was, getting ready for the eternal nap, and this Nazi-killing jammy bastard shows up out of nowhere. What have you been up to, Blazkowicz? Shooting, stabbing, strangling Nazis. Ready to set things straight, Fergus. Well then, let's square on out of here, kill every damn Nazi that gets in our way. Hey! Careful with that door! Here they come.